Schala, hey Schala. Warum hat der Prophet uns gehen lassen? Die Energie von Lavos nehmen, Lavos schwach werden? Moment, das Symbol auf der Tür, die dieses Amulett geöffnet hat, sagt mir was? Da waren wir zwar noch gar nicht, aber okay. Hier ist ein seltsames Emblem eingraviert. Es ist durch eine unbekannte Kraft versiegelt. Sehen wir nach, Chrono. Njong. Die Dancing People. Ich glaube, ich werde mir gleich mal ein Käffchen machen, ey. Muskelkater heute Nacht, auch mal richtig bescheiden geschlafen. New, 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 new. Oh, ich bin sofort zurück. Stil echt aus der Stahlkriechertasse. Aha, ihr wart im Land der Magie. Da das Zeitalter nun versiegelt ist, braucht ihr eine Art Zeitmaschine. Ich erinnere mich an jemanden, der eine solche gebaut hat. Er nannte sie Flügel der Zeit. Ich fürchte allerdings, er wurde ein wenig verrückt, weil er so viele Nachforschungen anstellte. War das hier Protodom? Ja. Ach, da ist eine Treppe. Ich dachte gerade so, nanu, da muss ich mal doch irgendwie hinkommen. Hey Yukio, wie geht's dir? Na, was macht die Kunst? Glüht die PlayStation noch? Das ist schön. Banditen! Muss Herrn Kriecherich berichten! Und guck mal da unten, Zoras in Blau von Link's Awakening. Wenn Spaß macht, warum nicht? Bei mir war das, war Fire Emblem so eins der größten Fehlkäufe, die ich getätigt habe, damals auf dem Advance. Was? Untergebene. Hier war eine Brücke. Ich hab's gesehen, Quark. Idiot. Ach, Quark, hier ist nichts. Ach, aber es stimmt, Quark. Da kommt wer. Hauen wir ab. Quark. Ich weiß gar nicht, ob man die beiden jemals wieder sieht hier unten.
ist aber ziemlich gruselig. Echter Ort, viel Gefahr. Hier darf man... In dem Brief steht halt drin, dass wenn man halt hier Krach macht, Gegner auftauchen. Deswegen Katze nicht anklicken, nicht gegen den Müll laufen. Nicht den Speicherpunkt benutzen, weil der macht ja Pling. Das lockt dann auch Gegner an. Ja, ich habe einen Teil für Game Boy Advance. Ich habe jetzt die Game Boy und Advance Spiele nicht greifbar. Will ich da sagen, welcher das ist. Weil sie drauf geguckt, so, oh, sieht nach einem richtig coolen JRPG aus und irgendwie war es das ja dann nicht. Und das war mir dann halt auch viel zu viel Gelaber. Das finde ich halt hier bei Chrono Trigger so schön. Du hast zwar sehr viel Story, aber sie tun dir halt das Ganze nicht mit so übelst unschön, viel übertrieben, viel Gelaber um die Ohren hauen. So, einmal Schalter. Den muss man auch wissen, dass man hier durch diese Ritze durch kann. Und hier hinten rum. Ah, genau, kann man durch die Tür. Die drei sind fast da. Als ob die Kanzelation ihnen gehört. Sie müssen lebensmüde sein. Wir werden ihnen eine Lektion erteilen. Zeigen wir es ihnen. Hihi. Dass sie nur hierher kommen. Wir machen Hackfleisch aus ihnen. Hallo, Herr Kriecherich. Weiß gar nicht, ob das auf dem Gameboy überhaupt ging. Aber ja, ich weiß nicht. Mir hat auch das Kampfsystem irgendwie übelst überhaupt nicht Spaß gemacht. Deswegen war einfach nicht meine Richtung Spiel. Also mit Final Fantasy Tactics, das war auch über. Der gehört aber zum degenerierten Zweig. Er ist schön aus der Kriechertasse. Später auf den Berg da hoch zu müssen, ist so ätzend. Bitte stört meinen Schlummer nicht. Wer immer die Tür geöffnet hat, höre nun zu. Ich bin Balthasar, Guru der Vernunft. Ich lebte einst im Königreich des Eifers, von wo ich mich ein großes Unglück in diese Ära warf. Zu meiner Überraschung ist Lavos hier und ich vermute auch in anderen Epochen vor Äonen kam Lavos vom Himmel herunter. Er grub sich tief in den Kern des Planeten ein, begann ihn zu verbrauchen und wurde stärker. Lavos verschwand kurzzeitig, als er von einem mächtigen Zauberer, der um das Jahr 600 in Gardia lebte, gebannt wurde. Im Jahr 1999 beansprucht er dieses Land für sich und regiert es vom Todesgipfel aus. Lavos wird sich vervielfältigen
und wie ein riesenhafter Parasit unsere Welt verbrauchen. Ich war gezwungen, hier zu leben und setze meine Forschung über Laros fort, aber ich werde alt. Es ist unmöglich, in solchen schweren Zeiten nicht verrückt zu werden. Bevor dies geschieht, werde ich meine Daten sowie mein Lebenswerk retten. Ich plante, in meine eigene Ära zurückzukehren, doch mein Leben ging vorher zu Ende. Also werde ich euch, die ihr die Tür geöffnet habt, all diese Dinge anvertrauen. Nur indem ihr euch zusammentut, könnt ihr Lavos beikommen. Die Chancen stehen nicht gut, aber ihr seid wahre Helden. Ihr müsst die Welt retten. Öffnet nun die letzte Tür und nehmt, was ihr dort findet. Meine letzte Erfindung, die Flügel der Zeit. Ein bisschen ohne Flügel, ja? Was das? Wow, unglaublich! Wo ist bei dem Ding vorne? Auch schön, erstmal bin ich um das Teil rumgerannt, wie blöd, du siehst verdammte Axt, was soll ich hier jetzt machen damit? Habe ich euch erschreckt? Ich bin's, Balthasar. Ich habe mein Gedächtnis in dieses Ding kopiert. Klasse, oder? Wie auch immer, ich sollte vielleicht etwas erklären. Und zwar das Zeitreisen. Drücke den Y-Knopf, um das bla 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 bla. Ach ja. Möchtet ihr, bevor ihr geht? Meine Maschine nicht einen Namen geben? Der Epoch. Und los geht's. Jeder wiederholt jetzt nochmal die Anleitung. Murmel, murmel. Abfliegen. Und jetzt können wir halt hier sagen, wo wir hinwollen. Das ist toll, das ist schnell. Wahnsinn, was der Epoch kann. Na, boing, boing, boing. Hey. Interessant. Ja, er hat die Flügel der Zeit also tatsächlich fertiggestellt. Er hat sogar sein Leben dafür gegeben. Und setzt das Ding sinnvoll ein. Flieg damit ins Land der Magie. Besucht mich jederzeit. Ich bin eine Art Helfer. Oh, nehmen wir wieder Luca mit, damit wir das Dream Team wieder haben. Ära war es, glaube ich.